Hallo, willkommen beim Nähprofi. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie ihr bei der Gritzner 788 das Nählicht tauscht und gegebenenfalls gegen ein LED-Nählicht auswechselt. Die normale Glühlampe, die dabei ist, sieht also im Normalfall so aus. Manchmal ist sie auch schon etwas schwarz geworden durch die Nutzung. Also, die bei uns im Geschäft zur Verfügung stehenden LED-Lampen, das wäre einmal diese als etwas, ich sag mal, Standardvariante. Die etwas kräftiger ausleuchtende Version wäre diese, die dann in verschiedene Richtungen noch das Licht abstrahlt. Wie wir am besten an die Glühlampe rankommen, das zeige ich euch jetzt. Dazu ist es am einfachsten, wenn wir hier seitlich diese Verkleidung lösen. Um da vernünftig ranzukommen, sollten wir dann erst diesen Stoffdrückerhebel lösen, dazu Hebel nach oben schalten, einen kleineren Kreuzschraubendreher nehmen und entsprechend hier unten, dort, ich drehe das mal eben, damit man das vielleicht etwas besser sehen kann, da ist eine kleine Kreuzschlitzschraube, die lösen wir jetzt mal. So, und damit kann ich jetzt den Hebel abmachen. Die Schraube lege ich beiseite, den Hebel ziehe ich einfach ab. Jetzt haben wir hier noch eine weitere Kreuzschraube. Da funktioniert es, wenn ihr einen etwas größeren Kreuzschlitz nehmt. Dann hier diese Schraube lösen und schon kann man die komplette Verkleidung abmachen. Aus Sicherheitsgründen solltet ihr lieber den Strom dabei abgeschaltet lassen. Hier ist das Licht jetzt extra nochmal gekapselt, damit es nicht zu doll sich erwärmt. Auch hier diese Schraube lösen. So. Und jetzt kann ich die Verkleidung abmachen und da kommt die Glühlampe zum Vorschein. So. Wir haben das ja eben etwas angehabt, deswegen ist die Lampe wahrscheinlich warm. Ist aber nicht so heiß, dass ich sie jetzt nicht entfernen kann. Ich nehme sie jetzt mal raus. Da haben wir unsere Glühlampe. Und ich tausche sie jetzt mal gegen die Standardversion der LED. Drehe also diese Glühlampe hier wieder rein als LED-Version und schalte jetzt mal das Licht an, damit ihr den Unterschied sehen könnt. Es ist also ein deutlich helleres, weißeres Licht. Und jetzt können wir natürlich die Verkleidung entsprechend wieder dran setzen. So, nachdem wir die Maschine mit LED-Licht versehen haben, können wir entsprechend jetzt die Maschine wieder zusammenbauen. Ich schalte also erstmal das Licht wieder aus. Dann haben wir ja dieses Schutzteil. Das setzen wir hier wieder drauf. Theoretisch wäre es nicht mehr unbedingt erforderlich, weil die LED ja nicht so heiß wird. Aber der Ordnung halber setzen wir das hier mal wieder mit dran. So. Blech ist montiert, jetzt kommt also die Verkleidung hier wieder drauf. Die Schraube entsprechend wieder anziehen. Schön festziehen. Und den Hebel wieder draufsetzen. Da fehlt uns natürlich noch die kleine Schraube, die wir vorhin daraus genommen haben. Die setzen wir auch hier wieder rein. So. Und jetzt haben wir schon helles LED-Licht, was über Jahre uns Freude machen sollte bzw. halten sollte. Ja, bis zum nächsten Mal beim Nähprofi. Tschüss.